Ja, also mein Name ist Heidi Wellmann. Ja, ich bin, ja, was bin ich denn alles? Ich bin Coach, ich bin Autorin, ich bin Mutter, ich bin Freundin, ich bin Tochter, ich bin Enkelin, ich bin, ach, alles Mögliche, wie Sie wahrscheinlich auch. So stehe ich jetzt halt hier vorne. Und wir sprechen heute über das Thema, ja, Transformation von Blockaden, Glaubenssätzen und alles, was damit zusammenhängt. Mich würde interessieren, warum sitzen Sie hier? Was erwarten Sie von mir, was ich Ihnen erzählen soll? Genau. Genau. Ja. Das grundlegende Thema ist tatsächlich die Glaubenssätze. Also wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, ich brauche gar nicht so weit zu gehen, wenn ich auch mit mir arbeite, es geht darum, wir sind auf die Welt gekommen und leben in bestimmten Glaubensmustern. Wir haben uns bestimmte Werte angeeignet, Werte, die für uns irgendwie dienlich sind, aber auch nicht dienliche Werte. Wenn sie absolut alle dienlich wären für Sie, dann würden Sie wahrscheinlich nicht hier sitzen. Ja, dann wäre das Thema nicht so spannend für Sie. Das Thema Glaubenssätze und alles, was damit zusammenhängt, ist natürlich nicht nur negativ behaftet. Wir brauchen auch Glaubenssätze. Sonst würde ich ja ständig überlegen, würde ich jetzt hier stehen und würde überlegen, was soll ich denn jetzt sagen, also in der nächsten Minute? Das wäre ja völlig konfus, ja, dann würden wir überhaupt nicht weiterkommen. Das heißt also, ich habe den Glaubenssatz, dass ich sozusagen hier vorne stehen kann und einfach frei reden kann. Den Glaubenssatz habe ich. Wenn ich den nicht hätte, dann würde ich nicht hier stehen. Oder ich würde hier stehen und würde vielleicht ja ablesen oder mir in Gedanken erstmal vorfühlen, was soll ich denn sagen und so weiter und so fort. Ja, also Glaubenssätze sind etwas Dienliches, also sie dienen uns oder sie sind hinderlich für uns. Wenn sie uns dienen, naja, dann ist ja alles okay und ist sozusagen ein Motor, aber meistens ist es nicht der Fall. Was für Glaubenssätze kennen Sie, gerade in Bezug auf das Thema vielleicht Berufung oder auch auf das Thema Ernährung? Ich würde gerne mal so ein paar Sachen sammeln hier und vielleicht auch so ein paar Sachen eingehen, die nicht dienlich sind. Du siehst schon so aus, wenn du was sagen möchtest. Was in deiner Berufung Geld zu verdienen? Ja, das ist echt eine spannende Geschichte. Also die meisten kennen tatsächlich ja, wenn sie in sich gehen, ihre eigene Berufung. Aber damit auch noch Geld zu verdienen und so wie du sagst, also leicht Geld zu verdienen, das fällt wohl den meisten sehr schwer. Das ist aber einfach auch, das ist ein Glaubenssatz, ein Glaubensmuster, nach dem wir sozusagen leben. Das ist weder schwer noch leicht noch irgendetwas. Es ist einfach. Und so wie wir es sozusagen erleben oder wie wir glauben, so wird es letztendlich auch sein. Also ich glaube, dass ich von meiner Berufung leben kann, sonst würde ich nicht hier stehen, ja? Und darüber erzählen. Letztendlich ist es wichtig, dass man diese Glaubenssätze, die einen hindern, erstmal hochkommen lässt. Und das kann eine Arbeit von mehreren Jahren sein. Ja, und hinter einem Glaubenssatz verstecken sich oft auch noch andere Glaubenssätze. Und ich halte nichts von, oder nicht nichts, aber ich halte wenig nur vom positiven Denken. In Anführungsstrich, ja, ich denke mir das jetzt schön, ich nehme jetzt einen Glaubenssatz und sage, naja, okay, ich deute ihn um oder spreche ihn um und dann lebe ich das. Wenn ich nicht ins Fühlen gehe, das ist meine Erfahrung, funktioniert das überhaupt nicht. Ich kann denken, so positiv wie ich will, immer wieder, ja, ich verdiene leicht mein Geld, ich verdiene leicht mein Geld mit meiner Berufung, aber glauben tue ich das nicht wirklich. Ja, dann funktioniert das nicht.
Also positives Denken ist super, aber nicht wirklich effektiv. Zumindest nicht wirklich durchschlagend effektiv. Es kann kurzfristig helfen, keine Frage, aber es geht eigentlich um dieses positive Fühlen. Das heißt, kann ich das wirklich fühlen? Bevor ich etwas erreiche, muss ich zumindest mal im Gefühl da gewesen sein. Ja? Anders funktioniert das nicht. Und meines Erachtens ist es ganz wichtig, dass wir uns diese Glaubenssätze angucken. Dass wir uns auch trauen, sie anzugucken. Also wirklich hinzuschauen und zu sehen, welche sind es denn wirklich? Welche Glaubenssätze hindern mich wirklich daran, das Leben so zu leben, wie ich es gerne hätte? Ob das jetzt mit der Berufung ist oder auch beim Thema Ernährung. Wir sind ja auf der Revolution. Das Thema, ich werde oft gefragt, ja, bin ich Rohköstlerin? Oder noch bessere Frage, zu wie viel Prozent? Die Frage finde ich ganz spannend. Also ich müsste mir wirklich mal die Mühe machen und prozentual, ja, auf was gerechnet prozentual? Auf heute, auf die letzte Woche, auf den letzten Monat, auf mein Leben? Schwierige Frage. Auch da gibt es verschiedene Glaubenssätze. Also es gibt verschiedene Richtungen, auch in der Rohkostszene, was alles eine Berechtigung hat, will ich auch gar nicht abstreiten. Aber ich glaube nicht, dass es die perfekte Ernährung gibt. Meine ganz persönliche Meinung. Es gibt die perfekte Ernährung für Sie oder für Sie oder für mich. Aber die kann total unterschiedlich sein. Die mag für Sie anders sein wie für mich. Ja? Aber es gibt so dieses, ja, es muss zum Beispiel vegan sein oder es muss eben mit irgendetwas supplementiert werden. Es gibt so verschiedene Glaubenssätze und die machen einem durcheinander. Aber die Antwort, wer weiß die? Okay, und wer ist ihr Inneres? Ah, wer ist ich? Das reicht mir noch nicht. Wer ist ich? Ja, kommen wir schon der Sache ziemlich nahe. Wer hat denn die Hosen an, wenn es um Körper, Geist und Seele geht? Zum Beispiel. Oder, ja, also es geht um die Seele. Ja. Aber wir machen meistens Folgendes. Meistens hören wir auf unseren Verstand. Unser Verstand produziert irgendwelche Dinge, die wir so machen sollten. Wir lesen zum Beispiel ein Buch und dann erscheint uns das logisch und dann wollen wir das übertragen. Also wir wollen zum Beispiel jetzt 100% Rohkost leben. Aber dass die 100% Rohkost vielleicht, wie Sie sie jetzt gerade ausgesucht haben, nicht zu 100% gerade im Moment zu Ihnen passt, das sagt Ihnen keiner. Das kann Ihnen auch keiner sagen. Genau. Und dieses Gefühl, aber mal ganz ehrlich, vielleicht wollen Sie auch den Finger heben oder auch nur für sich selbst beantworten. Wer hört denn wirklich auf seine Intuition, auf seine innere Stimme, auf seine Seele? Wer spricht jeden Tag mit ihr und fragt sie ganz konkret, was soll ich tun? Immer öfter. Schön, das gefällt mir. Ja, wenn ich Ihnen einen oder euch, weiß ich nicht, soll ich euch duzen, siezen? Ich bin jetzt ein bisschen duzen. Okay, wenn ich euch ein Tipp geben darf, versucht mal eine Woche lang euren Impulsen zu folgen. Also es kommt irgendetwas hoch, ja, und ihr habt das Gefühl, was weiß denn nicht, ich sollte den anrufen oder ich sollte auf die Revolution gehen oder ich sollte mir das kaufen oder ich sollte das, soweit es in eurem Rahmen liegt, finanziellen Rahmen und so weiter, macht das einfach und übt das wirklich ein. Natürlich werden da auch ein paar Sachen dabei sein, wo ihr denkt, kann ich jetzt nicht, den roten Ferrari kann ich mir vielleicht jetzt nicht leisten. Aber vielleicht ist es ja auch nicht wirklich den richtigen Impuls. Also es ist auch so, um dieses Feintunen, um wirklich zu hören, was ist eure innere Stimme und was ist das, was drüber ist. Also es geht so, du hast es eben gesagt, immer öfter. Genau darum geht es. Wir tun immer mehr auf die Seite, ja, und hören immer besser hin, was wirklich unsere innere Stimme ist. Und die sagt uns alles. Die sagt uns, wie viel Prozent Rohkost wir essen sollen, ja, ob wir uns überhaupt rohköstlich ernähren sollen, ob wir den richtigen Partner an unserer Seite haben oder was auch immer. Jede Antwort, wirklich jede Antwort. Es gibt keine Ausnahme. Die wisst ihr alle. Dass ich hier vorne rumhampel, das ist zwar nett, ja, und ich inspiriere euch ja gerne, weil das meine Berufung ist, aber ihr braucht das nicht. Keiner braucht das. (lacht)
Dann erspare ich dir den Vortrag für heute Nachmittag. Natürlich brauchen wir auch Impulsgeber, ja, wie zum Beispiel ich oder auch andere. Aber im Grunde ist alles da. Und wie hört ihr die Stimme? Das ist nämlich dann die nächste Frage. Oder das Innere. Wie arbeite ich mit meinem Inneren, meiner Seele, mit meinem höheren Selbst? Wie mache ich das? Ja. Innehalten, genau. Auch da habe ich einen praktischen Tipp. Ich teile meinen Tagesabschnitt wirklich in Abschnitte auf. Also bevor ich in einen Abschnitt neuen reingehe, also zum Beispiel hier rein, entscheide ich mich, wie dieser Abschnitt jetzt sein soll für mich. Ja, also dieses kurz innehalten und sich bewusst machen, was mache ich jetzt gerade hier, ja? Also nicht von einem zum anderen rennen, ja, oder hecheln, sondern ich entscheide mich, was jetzt gerade dieser Abschnitt. Das heißt also ein Innehalten kurz und genauer hinschauen. Was noch? Das ist sozusagen im Tagesverlauf. Kann ich schon präventiv etwas machen? Bitte? Ja, oh, ich liebe dieses Wort. Ich liebe es. Genau, achtsam. Achtsam. Achtsam bedeutet auch nichts anderes, wie gerade hier im Moment zu sein. Eine besondere Herausforderung. Wer ist das? Gerade im Moment. Die meisten sind, im Moment sind sie gerade hier, aber oft ist es nicht so. Oft sind wir eben mit den Gedanken bei, keine Ahnung, später und was soll ich noch kaufen und ich wollte mich doch noch mit der treffen. Oh, und dann muss ich noch anrufen und da war doch noch was und so weiter und so fort. Oder, das ist noch eine harmlose Variante, oder die Variante, okay, was habe ich denn alles versäumt? Was hätte ich denn alles schon gerne gemacht? Ja, was will ich denn alles noch machen und kriege ich das hin und so weiter und so fort. Wo ist denn das größte Potenzial? Das ist im Hier und Jetzt. Und es gibt doch nichts anderes. Wer glaubt, dass es ein Gestern und ein Morgen gibt, der erliegt einer Illusion. Meine ganz persönliche Meinung. Es gibt immer nur das Jetzt. Immer. Wenn ich 2 Minuten später bin, ist es auch das Jetzt. Und wenn ich da nicht irgendetwas tue oder bin, dann wird sich nichts verändern. Das ist eine spannende Frage. Ich würde auch, wenn ihr Lust habt, wenn ich das zeitlich irgendwie hinkriege, auch so was Praktisches mit euch machen. Ja? Okay. Fragen generell zu dem, ihr habt ja eine Vorstellung, als ihr in diesem Vortrag, als ihr euch das gekauft habt. Welche Fragen habt ihr an mich? Was brennt euch auf der Seele? Ja. Wie kann ich alte Glaubenssätze, also wo ich weiß, in denen ich bin, nicht für mich überschreiben? Überschreiben. Würde ich dir nicht empfehlen. Ich würde dir nicht empfehlen, etwas zu überschreiben, weil das bedeutet nur, du tust etwas, das ist eigentlich die anstrengendste Variante, weil du tust nur etwas obendrauf und dann bedeutet es, dass Folgendes passiert. Du machst zum Beispiel immer wieder etwas, das Gleiche, und du weißt nicht warum. Du weißt nicht, warum du es nicht ändern kannst. Das hängt damit zusammen, dass du etwas überschrieben hast. Du hast dir das nicht angeguckt. Du hast dir nicht angeguckt, was dein Thema ist. Und das wird dir so lang passieren, das wage ich mal zu behaupten, soweit ich hier stehe, wird immer wieder dieses Thema hochkommen, bis du es angeguckt hast und gesagt hast, okay, ich kann jetzt was mit dir anfangen oder was muss ich noch tun oder meistens reicht es, dieses wirklich anschauen, ja, also der Angst oder der Situation oder was auch immer du loslassen möchtest, zu akzeptieren. Ja, zum Beispiel wurde mir oft nachgesagt, früher, ich bin ungeduldig. Ich habe gedacht, ich bin ja nicht ungeduldig, ich will nur, dass die Sachen funktionieren, ja, und zwar flott. Ja, weil ich so bin, habe ich das natürlich auch viel von meinem Umfeld erwartet. Und dann habe ich gedacht, naja, okay, ich werde ruhiger, ja, also ich bin geduldiger. Aber was habe ich gemacht? Ich habe einfach nur nach außen war ich ruhiger, aber ich war nicht nach innen ruhiger. Ich habe immer noch gedacht, nach außen war ich freundlich, habe gedacht, ja, okay, es muss so sein, ja, ich muss warten und so weiter. Dadurch muss ich auch langsamer werden. Und innerlich habe ich gekocht, ja. Und das hat sich über die Jahre, hat sich das so aufgestaut, bis ich dann irgendwann gedacht habe, das. Ich bin schnell, ich will schnell sein. Okay, das Einzige, was ich ändern kann, ist, dass ich es erwarte von meinem Umfeld, dass das Umfeld schnell ist. Damit kann ich ganz gut leben. Ich bin immer noch schnell. Ob jetzt jemand mitkommt, ist nicht mein Thema. Aber ich habe nur eins gemacht, ich bin langsamer geworden. Und das hat nicht meiner Natur entsprochen. Ja? Also, die Antwort ist wirklich anschauen.
Du kommst nicht drum herum, wenn du wirklich einen Glaubenssatz so transformieren möchtest, dass er dir dienlich ist, wirst du nicht drum herum kommen, ihn dir anzuschauen. Auch wenn es noch so schmerzvoll ist. Egal, von was wir sprechen, auch von zum Beispiel von Missbrauch oder so. Du musst dich davon verabschieden. Das sind Erfahrungen, für die kannst du dankbar sein. Dankbarkeit ist der schnellste Wunscherfüller, Dankbarkeit ist der schnellste, was auch immer. Mit Dankbarkeit geht alles ratzfatz. Ich stehe jeden Morgen unter der Dusche und danke alles Mögliche. Das fängt manchmal bei meinen Zehen an und geht über ganz komische Dinge und auch nur belanglose, wichtige Dinge. Und ich bin wirklich, und auch da geht es um das Fühlen. Also ich kann jetzt hier aufsagen, ich bin dankbar für, was weiß denn ich. Aber wenn ich das nicht wirklich fühle, ja, also diese Dankbarkeit, auch dankbar zu sein, zum Beispiel hier, das mit euch teilen zu dürfen, ja, also einen Vortrag hier machen zu dürfen, zum Beispiel hier auf der Revolution sein zu dürfen. Ich habe mit Rohkost eigentlich nichts am Hut, außer dass ich selbst das praktiziere, ja, aber ich verkaufe nichts in der Rohkostszene. Ich bin die Einzige, die sie hier finden, die damit nichts zu tun hat, die einen Vortrag hält. Ja, und ich bin dankbar dafür. Also das Thema Dankbarkeit, da habe ich auch ein schönes, gebe ich euch mit, wenn ihr möchtet, so ein